So, damit einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Heute zu unserem ausführlichen Test zum neuen DLC von Jurassic World Evolution 2. Das DLC trägt den Namen Secret Species oder im Deutschen heißt das Ganze, eine Sekunde, Geheimspezies-Paket. Genau. Das Ganze ist zum Download letztendlich verfügbar. Kam auch, glaube ich, heute erst raus oder gestern. Und er kostet knackige 8 Euro. Ist also definitiv nicht allzu teuer. Und ich habe mir gedacht, ey, für diese 8 Euro werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe ja gestern noch gesagt, wenn das jetzt irgendwie dystopische 15 Euro kostet, dafür, dass ich jetzt irgendwelche Designpakete habe, dass Dinosaurier jetzt irgendwie leuchten können, dann werde ich es mir nicht holen. Aber ja, für 8 Euro kann man da eigentlich nichts falsch machen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt wirklich alles Neues mit dabei ist. Hab's mir jetzt auch runtergeladen, ist alles installiert und wir können jetzt zusammen reingucken, was da wirklich in dem Paket drin enthalten ist. Ja, da würde ich sagen, schwatzen wir gar nicht allzu lange rum und switchen auch gleich mal rüber ins Spiel. So, da haben wir's. Habe ich jetzt hier oben das Licht noch an? Tatsächlich. Eine Sekunde. Es kommt mir irgendwie so hell vor hier drin. Aber na gut. Okay. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Game. Ich muss meine Kopfhörer gerade nochmal reinstecken. Sonst höre ich nämlich nichts. Ihr müsstet gleich Sound hören und wie bei jedes Mal in jedem Stream, ich sag's immer wieder, wenn was mit dem Ton nicht passt, einfach lauthals in die Kommentare reinschmettern, dass ich ein Idiot bin und schon wieder nicht hinbekommen habe. Aber jetzt müsste es auf jeden Fall klappen. Okay. Ich habe mir das Ganze jetzt so vorgestellt. Dieses DLC-Paket ist jetzt bereits vorinstalliert auf den gesamten Maps. Wir haben ja auch schon mal angefangen, einen eigenen Park selber aufzubauen. Das heißt, auch da haben wir die ganze Nummer jetzt schon drauf installiert. Allerdings würde ich vorschlagen, dass wir einen komplett neuen Park nochmal beginnen. Das wäre einfach so mein Vorschlag. Wir bauen einen neuen Park auf und lassen dann unsere neuen Dinosaurier da hineingleiten. Dann können wir eigentlich auch sehen, wie viele wir jetzt mit dazu bekommen haben. Moment. Da bei den Infos müsste es doch irgendwo dabei stehen, theoretisch. Den Spinoceratops, den Stegoceratops, den Ankylodocus, den Spinoraptor, auf den ich ja persönlich am meisten gespannt bin. Das war's. Es sind 4 neue Designs und wir finden jetzt hier zusammen heraus, ob das Geld von 8 Euro sich dafür lohnt. 8 Euro hört sich erstmal vielleicht gar nicht so viel an, gerade heutzutage bekommst du ja für 8 Euro eigentlich gar nichts mehr. Allerdings, ey, wenn das einfach nur Designs sind, die halt sich nicht großartig unterscheiden von den anderen Dinosauriern, wäre das schon ein bisschen schade. Wir beginnen jetzt allerdings direkt hier mit einem Sandkastenmodus und schauen mal, was wir hier haben. Kanada, wir haben Deutschland, wir haben das Vereinigte Königreich. Das hier sind die Jurassic Park-Inseln, meine ich. Außer das hier. Ach, das sind die aus der Chaos-Theorie. Das sind die hier aus der Kampagne. Steht hier auch ganz groß oben drüber. Ihr könnt gerne mal irgendwas in den Raum schmeißen, was ihr eben meint, wo wir jetzt anfangen sollen zu spielen. Wird hier auch gerade schon geschrieben, Isla Sorna ist meine Favorite Map. Ja, Isla Sorna geht eigentlich immer klar, ne? Isla Sorna. Bist du mehr Isla Sorna oder eher Isla Nubla? Die unterscheiden sich dann ja doch ein bisschen voneinander. Und ich muss auch sagen, ich persönlich finde die Isla Sorna auch ein bisschen geiler. Gerade weil die in Jurassic Park 3 so schön dicht dargestellt ist, die Insel und die ganze Dschungellandschaft. Okay. Isla Nubla, Isla Sorna Anlage B. Das wäre das hier. Deutschland ist echt groß. Deutschland, ey, ich weiß halt nicht, ob das, aber ist das spannend?
So, ich meine, Deutschland ist ja für viele Leute oder für gerade ausländische Leute, die eben nicht aus Deutschland kommen, ja eigentlich ein Paradies, gerade von der Natur her. Als Deutscher selber allerdings, wenn du rausguckst und siehst einen Wald, denkst du dir halt, boah, da ist ein Wald. Weiß ich jetzt halt nicht. Deine 8 Euro gehen an Collins Amazon. Wahrscheinlich hast du recht, ja? Wahrscheinlich denkt sich gerade Colin Trevorrow, du dämlicher Idiot. Ja. Aber, lieber Colin, dafür führst du keine Regie mehr, du Versager. So. Ich hoffe ja, dass der Ankylodokus sich auch mal wehrt mit seiner Keule. Wir werden auf jeden Fall hier auch noch Kämpfe zwischen den Hybriden ausprobieren. Deswegen lasst uns jetzt gar nicht hier so lange mit den Karten rumexperimentieren. Deutschland hat zwei Ebenen, die sind mit einem Dünendurchgang getrennt. Da machen wir das doch einfach mal, komm. Wir gucken da mal rein. Nehmen mal hier die Einstellungen unter die Lupe. Standardeinstellungen, Kreativmodus auf jeden Fall. Alle Gebäude auch, ja. Mitarbeiter und Gäste der Jurassic World. Kann man da nicht Jurassic World und Jurassic Park nehmen? Wenn das nicht geht, bleiben wir beim Jurassic Park. Nein, Moment. Wir bleiben hier bei Jurassic World. Das passt wesentlich besser zu den Hybriden. Ja. So, Saurier. Fehlerfreie Eier ein. Das Ganze bleibt eben erstmal so. Tag-Nacht-Zyklus werden wir im Laufe des Spiels sowieso nochmal verändern. Wir bleiben erstmal nur bei Tag und machen das Ganze dann eben noch manuell. Da haben wir schon den ersten Embryosaft. Sekunde. Der Kaffee ist halt jetzt kochend heiß, ne? Wenn ich mich jetzt verbrenne, ist das deine Schuld. Ich will das nur so nebenbei sagen. Na, geht. Schmeckt ein bisschen komisch, der Kaffee. Aber geht. Genau, das Wetter beeinflussen wir dann eben auch mal im Laufe des Spiels. Schnee können wir aber nicht einfach so hervorrufen, ne? Ich hätte das Ganze auch mal gerne im Schnee gesehen. Das kann man immer noch machen. Okay. Wir bleiben erstmal bei Tag. Terrain normal. Was haben wir noch? Abgeflacht. No, ich bleib bei normal. Dekoratives Blattwerk. Alle. Ja, nehmen wir alle. Und Farbkorrektur. Jurassic World. Jurassic World Tiger. Was auch immer das ist. Oh Gott. Was ist denn die Farbkorrektur, ihr Lieben? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wir machen Jurassic World, komm. Wenn wir jetzt hier bei Jurassic World auch sind, dann bleibt das so. Und dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. Nur mal kurz hier überall durchmunkeln, ob das auch alles passt. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ich check dieses Farbkorrektur nicht. Das wird wahrscheinlich wie so ein Filter sein, der da drauf liegt, oder? Oh. Soll das hier jetzt so die Nordsee imitieren? Oder die Ostsee? Könnte aber tatsächlich sein. Okay. Auf jeden Fall sind wir hier am Küstengebiet. Und ich schaue jetzt gerade mal, wie groß das Areal ist. Das ist ja wirklich... Ja, doch schon relativ groß. Und du hast wahrscheinlich das hier gemeint, ne? Mit den Dünen? Oder meinst du das hier vorne? Das hat schon was hier. Ich würde sagen, wir bauen sogar... Ist vielleicht... Ja, ist vielleicht Unglück. Lasst uns mal hier oben anfangen zu bauen. Wir bauen genau hierhin unseren Parkeingang, würde ich sagen. Okay, da haben wir jetzt den Jurassic Park, da haben wir jetzt hier Jurassic World. Und was ist das hier? Das sieht aber ein bisschen billig aus. Dann nehmen wir schon die Jurassic World Ankunfts-, den Ankunftsort.
So. Ach, die kommen jetzt hier gar nicht mit dem Helikopter angeflogen, oder was? Das ist bei Jurassic World ja anders, stimmt. So. Dann bleiben wir aber hier bei den ganz normalen Wegen und ziehen das mal ein Stück nach vorne. Ich sehe schon, dass ich auf jeden Fall hier gleich mal schön die deutschen Wälder abholzen muss. Und das machen wir jetzt mal schnell, bevor jetzt hier jemand meint, sich am Baum festkleben zu müssen. Hauen wir mal schnell die Bäume hier raus. So. Okay. Naja, bei der Farbkorrektur sieht es dann so aus, als aus wie die Farben im Film. Heißt, Jurassic Park ist das Licht etwas weicher. Okay, ja, ja, gut, verstehe. Also quasi wirklich wie so ein Filter einfach, der draufgelegt wurde. Wird. Wenn man es eben ausprobiert. Okay. Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Weil ich glaube, das hier ist ja nur eine Bahnstation, oder nicht? Oder kommen die Leute einfach jetzt hier raus? Weil wir haben ja jetzt hier kein Helikopter-Ankunftsdingens, ne? Es fühlt sich zumindest falsch an, was ich hier gerade mache. Wenn nicht, baue ich einfach wieder so einen Ankunftsort von Jurassic World. Brauchen wir nicht so ein Ding? Irgendwie? Ist das nicht so eine Sache, dass man das hier braucht, dass die ankommen können? Nee, ne? Das musst du im Wasser bauen sogar. Nö. Musst du nicht, okay. Es steht hier einfach nur im Wasser. Die Leute kommen da einfach raus, tatsächlich, okay. Warum nicht? Warum nicht? Dann brauchen wir auch das hier nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um die Gäste, die am besten hier schon mal direkt am Eingang einen Schutzraum hinbekommen. Was den Park schon mal direkt sicher erscheinen lässt. Nur wenn du irgendwo rauskommst und erstmal sind da überall Schutzräume. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal richtig schön deutsches Wetter. Das haben wir abbekommen. Gut. Dann werden wir jetzt ab hier einfach mal die Straße ein bisschen mittiger machen. Und dann führen wir die mal auf der einen Seite hier lang. So. Und auf der anderen Seite. Moment, kann man das irgendwie auch drehen? Eher so. Paul, was ist mit dir? Hast du Durchfall oder was? Ich beeile mich ja schon. Ich kann aber nicht hexen. Lass mich erstmal ganz kurz jetzt hier die wichtigen Sachen bauen. So, das Kontrollzentrum. Die Sachen kommen nämlich jetzt mal hier an die Seite. Das ist so das Industriegebiet des Parks. Was? Nimm bitte breite Straßen, dann wird jetzt hier nicht so gedrängelt. Ja, das kann ich machen. Nimmst das Spiel aber sehr ernst, gell? Aber ich komme dem natürlich nach, lieber Paul. Für deinen inneren Seelenfrieden klatschen wir jetzt einfach hier drin. Nee, Moment. Geht nicht, okay. Müssen wir nochmal alles abreißen jetzt extra. Nochmal alles jetzt hier wegmachen. Was macht man nicht alles, ne? Damit die Leute
zufrieden sind. So. Das hier muss trotzdem doppelt gemoppelt da dran geklatscht werden. Ja. Kriegen wir das in der Mitte auch noch irgendwie geschlossen? Ja, ne? Das müsste eigentlich auch noch funktionieren. Ja. Ist jetzt nicht das Schönste vom Schönen, aber das macht ja auch nichts. Es geht ja im Endeffekt jetzt auch hier darum, dass wir die Dinosaurier erstmal züchten können. Um zu schauen, was die Saurier jetzt wirklich alles können, was jetzt hier auch neu ist und nicht um die Schönheit des Parks. Es sieht, ja. Paul. So. Dann lasst uns doch einfach mal anfangen zu schauen, wo wir das erste Gehege hinsetzen. Ich muss hier nochmal ganz kurz die Bäume wegmachen. Zumindest ein paar davon. Ja, die Gehege so ein bisschen in Sicht zum Meer würde ich ganz geil finden. Dass man dann quasi so da drauf gucken kann. Das hat schon was. Okay. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was jetzt der erste Saurier sein wird, den wir hier reinsetzen. Ich habe wieder vergessen, welche vier es jetzt waren. Ich weiß auf jeden Fall noch Spinoceratops war es, glaube ich. Und den Spinoraptor, den gibt es hier auch noch. So, was haben wir jetzt hier? Sehe ich erstmal den Spinoraptor und ein zweites Mal auch Spinoraptor. Okay. Dann machen wir das doch mit dem Spinoraptor. Reicht der Platz da hinten aus, um da ein schönes... Ja. Ach so, das war sogar das Falsche gewesen. Ich brauche das Ding hier. Die Brutstätte. Ja. Das geht jetzt hier, wie gesagt, nicht um die Schönheit des Parks. Es geht nur darum, dass wir mal gucken können, was die neuen Saurier alles so für, ja, vielleicht Fähigkeiten haben, für neue Gadgets bekommen haben oder eben ähnliches. Und zu überprüfen, ob sich die ganze Nummer hier auch lohnt für die 8 Euro, die man dafür investieren muss. Aber ich war auch wirklich ein bisschen überrascht gewesen bei den 8 Euro. Ich hätte schwören können, dass das Ding jetzt so locker... 15 Euro kostet, vielleicht sogar 20 Euro. Aber 8 Euro geht vollkommen klar. Übrigens sind auch gerade so ein paar DLC-Pakete hier von dem Angebot. Ja. Okay. Dann gucken wir hier gerade mal rein. So, kann ich über den Filter auch das DLC selber auswählen? Ist das irgendwie möglich? Neu? Nee. Ich muss die jetzt selber zusammensuchen. Okay, das macht ja nichts. Mal gucken, ob wir sie alle finden. Wir haben wahrscheinlich relativ weit unten. Und die sind ja auch alphabetisch geordnet, ne? Das heißt, Spinosaurus und Spinoceratops müssten irgendwo unten sein. Hier ist schon mal der Spinoraptor. Hier haben wir den Spinoceratops. Da ist der Stegoceratops. Und einer fehlt noch. Es war irgendein Ankylo gewesen, ne, der noch fehlt. Ankylo irgendwas. Der müsste dann hier oben sein, logischerweise. Das Ding hier. Ankylodocus. Ja, ebenfalls noch ein Hybrid. Und ich finde es schade, dass man hier nicht sogar unter Hybriden einfach den Filter anschmeißen kann.
Denkst du, dass das, was du gepostet hast, ein Mini-Mothra ist oder eher wie das bei Godzilla 2? Ich hab das Bild, du meinst jetzt das Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, ne? Ob das echt ist, weiß ich noch nicht mal. Ja, Punkt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wenn du bei den Wegen runtergehst, wird der Weg ersetzt. Ah ja, okay, gut. Das heißt, ich kann dann einfach die schmalen Wege gegen größere ersetzen. Okay. Wir setzen dann jetzt hier mal den... Was ist das denn hier? Seit wann habe ich den? Gut. Wir setzen auf jeden Fall jetzt erstmal den Spinoraptor hier rein. Und ich frage mich, ob die jetzt auch automatisch schon ihre leuchtende Farbe haben. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Hautfarbe pro Ei, bla bla bla. Weil die konnten ja im Trailer irgendwie leuchten, ne? Das war ja so das Ding bei denen gewesen. Das waren aber, glaube ich, die Farben, die geleuchtet haben, ne? Okay, das heißt, nur diese Muster-Looks nehmen wir einfach mal speichern. Und bauen eben gerade nochmal welche. Nimm die normalen auch und dann die neuen Farben. Als Vergleich meinst du jetzt, ja, gute Idee. Habe ich mir jetzt mit diesen 8 Euro wirklich nur diese Lux-Farben freigeholt, also freigekauft? Oder das gesamte Modell Spinoraptor? Den habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht gehabt, oder? Und die Saurier, okay. Gut, ey, nur die Farben, das wäre jetzt wirklich krass gewesen. Das wäre echt krass. Aggressiv, natürlich sind die aggressiv. Dann nehmen wir mal einen von den Aggressiven hier, würde ich sagen. Wir nehmen sie einfach alle, komm. Wir haben hier nichts zu verlieren. Und das sind hier die Modifizierten. Und die bringen wir dann gleich mal hier in das Gehege hier rein. Es sind auf jeden Fall jetzt zu viele, glaube ich. Also 6 Stück. Obwohl, dann ist eben wieder die Frage, ob die jetzt hier auf die Velociraptor-Gene eingehen. Weil somit könnten die auch im Rudel jagen wollen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. So, die Umgebung. Ein bisschen Wasser bräuchten die noch. Ja. Halt Lux auch für Indominus Rex und Indoraptor. Ach was, okay, krass. Ja, okay, sehr schön. Dann werden wir das beim Indoraptor auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Und beim Indominus Rex natürlich auch. Schauen wir jetzt hier mal nach. Freilassen. Wir machen die mal mit dem Airlift. Bringen wir die gerade mal hier rüber. Und auch die hier bringen wir jetzt mit dem Airlift. Ja, mal ein bisschen weiter weg. Wir haben ja genug Platz hier. Okay, und die fangen aber nur nachts an zu leuchten, ne? So war das gewesen. Dann bin ich doch jetzt mal sehr gespannt, was da als nächstes passiert. Aber das durfte man erst sehen, wenn das Licht aus ist, ne? Also sobald es Nacht ist, sollte man erst die neuen Farben auch begutachten können. Transport hat begonnen. Okay, was haben wir hier noch? Eine schöne Attraktion, die wir da hinbauen. Ich würde gerne das da hinbauen. Ich kann das nirgendwo hinbauen. Doch, da eben war irgendwas hier gewesen. Na gut, das ist hier ein bisschen doof, ne? Nee. Dann beschränken wir uns auf eine andere Attraktion, nehmen wir das hier. Das müsste jetzt aber, hallo, da wenigstens hinpassen. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja. Ich hoffe doch, Sie wissen, worauf Sie sich da einlassen.
Bei der Haltung von Spinoraptoren gibt es keinen Spielraum für Fehler. Aber was haben Sie erwartet? Immerhin reden wir hier über einen Spinosaurus und einen Velociraptor in einem. Okay, der hat sich eben gerade schon mal einsam gefühlt. Das heißt, die brauchen auf jeden Fall einen Rudel. Und ich finde, die sehen echt cool aus. Es gibt ja einige Hybride, mit denen ich gar nicht so wirklich klarkomme, vom optischen her zumindest, wie der Spinoceratops, und dazu kommen wir nachher auch nochmal. Da finde ich, das Design ist so ein bisschen unglücklich zusammengewürfelt, aber das hier ist dann doch ziemlich cool. Spinosaurus und Velociraptor passt definitiv zusammen und ja, ey, bei allem Hybriden-Kritik, die wir alle irgendwie haben, ganz ehrlich, würdet ihr so einen im neuen Jurassic-Film nicht auch sehen wollen? Schreibt es mal kurz in den Chat. Würdet ihr einen Spinoraptor im neuen Jurassic-Film sehen wollen? Ich finde, das sieht schon geil aus, das Vieh. Wurmwarnung. Haben wir nicht das alles irgendwie, das alles irgendwie so ein bisschen ausgeschaltet? Und da ging das gar nicht mit dem Sturm. Ich dachte, man konnte das Wetter auch irgendwie besänftigen. Aufnahmemodus, Sandkasteneinstellung, hier war das doch. Umgebung, Wetter, Standard, häufige Stürme, kein Wetter, das war's, vielen Dank. Kein Wetter, Tag, bla bla bla, okay. Der kommt aber jetzt trotzdem, der Sturm, ne? Der wurde jetzt schon angekündigt, den bekomme ich jetzt ja auch nicht mehr weg. Oder? Scheiße. Ich habe ja noch nicht mal eine... Ich habe halt echt gedacht, das passiert alles nicht. Da müssen wir jetzt einfach ganz provisorisch handeln. Ja, da vorne haben wir auch noch einen. Ich habe nämlich noch nicht mal die, so eine Unterstützungsstation gebaut, weil ich hätte schwören können, dass ich alles ausgeschaltet habe. Aber gut, eine Stunde überleben wir jetzt auch noch. Und dann... Unruhig wegen dem Sturm, aber sonst irgendwie sehr zufrieden. Okay. Ja, das pfeift aber ganz schön hier. Sandkasteneinstellungen. Ich will das Ganze jetzt mal kurz auf die Nacht umsetzen. Ciao, bin spät dran. Alles gut, schön, dass du am Start bist. Und jetzt mal gucken, ob wir irgendwo leuchtende Spinoraptoren sehen können. Da sind sie doch. Ey, ohne Mist, sowas einfach im neuen Jurassic-Film, ich würde es doch ganz gerne sehen. Sowas würde ich dann doch sehr, sehr geil finden. Das wäre schon cool. Hab's mir auch geholt. Sehr gut. Logo lese ich hier auch gerade, ja. Weil die sehen schon echt schnieke aus. Was hat er jetzt hier vor? Er plant anscheinend irgendwas. Produkttransport beendet. Und das Krasse an denen ist, die jagen halt auch wirklich jetzt im Rudel, ne? Also die brauchen wirklich diese Anzahl. Einfach so ein Rudel an Spinoraptoren, ey, das ist schon eine unheimliche Geschichte. Aber schade, dass man die Farben nicht noch ändern kann. Das heißt, diese Lux-Farben sind eben nur auf das Pink hier reduziert, ne? Aber das ist einfach ultra geil. Der sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Oh ja, ich glaube, wir müssen unsere Aufgabe nochmal aufnehmen und unseren perfekten Jurassic Park oder Jurassic World aufbauen.
Und diesmal mit allen möglichen Tieren. Was ist denn die größte Karte im Spiel? Kann mir das einer von euch sagen? Weiß das irgendjemand? Die größte Map im Game. Okay. Wir müssen erstmal noch einen kleinen... Ich würde sagen, wir machen den illegalen Dino-Kampf-Spot, machen wir hier unten hin. Schön ins Watt. Schade, dass man halt hier nichts ins Meer reinbauen kann. Ey, bei Jurassic Park Operation Genesis hast du immer noch so ein bisschen Platz im Wasser selber drin gehabt. Das war viel cooler gewesen. Ja, wir machen hier unsere Kampfarena rein, die auch nicht zu groß sein darf. Denn hier geht es um Leben und Tod. Ist die ein bisschen zu klein? Nee, ne? Ich würde die gerne noch ein bisschen ausschmücken. Mit so lieblosen Felsen und so einem Kram. Da, sowas. Okay, gibt es irgendeinen Boden, wo Dinosaurier alle denselben Vorteil haben? Wenn nicht, dann machen wir das Gehege jetzt einfach, wie man es von dem guten alten Yu-Gi-Oh! Kennt, in verschiedene wie viele Zähne. Oh, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Ich sehe es halt echt sauschlecht. Ich brauche bald echt eine Brille, ich sehe es noch kommen. Vielen Dank für die 100 Bits. Was hat viele Zähne, aber kann nicht kauen? Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Gib mir mal eine Minute. Ob ich drauf komme, aber ich glaube nicht. Ich raff sowas halt eigentlich nie so. Rätsel. Was hat viele Zähne, aber kann nicht kauen? Ist das irgend so ein Wortwitz mit Zahnrad? Meinst du ein Zahnrad? Zahnräder haben Zähne und können nicht kauen. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Dann erleuchte mich bitte. Sandbox Quadrat ist das, oder was? Schlangen. Okay, also... ja, lass mir mal so stehen. Also Sandbox ist die größte Map hier. Das ist gut zu wissen. Wo sind meine Leuchte-Spino-Dinger? Da, oh, er hat eben gerade was gefressen. Aber wieso haben die denn jetzt hier nur Alter, nochmal vielen Dank für die 300 Bit. Tausend Dank dir. Bunter Schuh, auch ein ziemlich geiler Name. Eine Briefmarke. Ich glaube, dass die Antwort hat, es gibt mehr als nur eine Antwort. Ich wollte ihnen aber eigentlich lebendes Fressen geben. Wieso haben die jetzt totes Fressen bekommen? Müssen die auch jagen. So. Weil wie heißt das Sprichwort? Wer nicht jagt, der nicht gewinnt. Wir alle kennen das. Dann haben wir jetzt hier erstmal unsere Spino-Raptoren an die Seite geklatscht. Direkt dahinter baue ich jetzt schon mal das nächste Gehege auf. Und ihr könnt jetzt entscheiden, sollen wir, ich will euch da gar nicht beeinflussen, aber ich habe irgendwie den Drang, hier den Indominus Rex mit den neuen Farben reinzuklatschen. Nach Alphabet geordnet, ich vergesse das alles wieder. Ich habe ihn nicht modifiziert. Okay. Das heißt, sämtliche hybride Dinosaurier haben jetzt hier diese Lux-Farbfunktion oder was bekommen. Der T-Rex aber nicht zufällig, ne? Das wäre krass. Muster.
Bunter Schuh, schon seit 3 Monaten hast du abonniert. Vielen, vielen Dank für den Support. Tausend Dank. Ich wünsche dir auch einen leuchtenden Dino. Aber wo hat denn er jetzt hier die Leuchtefarbe? Oder ist das jetzt hier oben bei Hautfarben dabei? Nee. Kann er sich trotzdem tarnen? Das ist eine gute Frage. Das hier oder was? Das sind jetzt blaue Streifen. Dann nehmen wir mal die mit dazu und speichern die ganze Geschichte auch mal und bauen den jetzt eben nochmal neu. Jetzt will ich den da oben aber nicht mehr haben. Müssen wir kurz warten. Obwohl, wir können einen normalen Indominus Rex und einen leuchtenden Indominus Rex können wir mal bauen. Dann siehst du vielleicht nur so die Streifen irgendwo rumflackern, wenn du den Spinosaurus dann hast, wie er sich tarnt. Den Indominus Rex meine ich. Okay. Wo haben wir denn jetzt hier die Schönheiten? Da sind sie doch. Oh. Er geht hier auf jeden Fall auf die Jagd, oder? Er geht auch ans tote Fleisch. Schade. Ich hätte jetzt mal zu gern gesehen, wie die jagen. Aber ich denke mal, die werden dieselbe Jagdanimation haben wie die Velociraptoren, oder? Ich nehme euch das jetzt hier mal weg. Ah. Ist da ein Dach? Ist da ein Glasdach drüber? Weil wenn nicht, wäre das sehr unhilfreich. Ihr habt einen sehr schönen Ausblick hier. Vereint die Angriffslust und hohe Kraft von Spinosaurus mit der Schnelligkeit und Intelligenz eines Velociraptors. Ey, das musst du diesem Spiel wirklich einfach lassen, dass die jetzt im Hintergrund sogar Informationen über den Spinoraptor erzählen. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich spiele das Game immer auf 3x Geschwindigkeit. Alter, ernsthaft? Das mache ich nie bei so Spielen. Ich benutze aber auch zum Beispiel bei Spielen wie The Witcher oder so, benutze ich nie Schnellreisen. Ich spiele das Spiel immer so, ne, dass man irgendwie jetzt nicht irgendwie künstlich Geschwindigkeit aufbauen kann. Das sieht schon geil aus hier. Wie die jetzt da vorbeilaufen, ey. Und die würden euch alle so gerne fressen. Die würden euch so gerne jetzt hier durch das Gestänge durchziehen und euch lebendig mit schreienden Qualen umbringen. Ja, das würden sie gerne machen. Okay, da hinten ist auch noch einer, der ist hier einsam unterwegs, aber auch zufrieden. Der ist wie ich, der will seine Ruhe haben. Der genießt jetzt hier so das Grillenzirpen im Hintergrund. Das ist der Tobisaurus hier. Einfach schön die Ruhe genießen und gegen den Zaun laufen. Ja, das bin ich. Wir haben den Spinosaurus, Quatsch, den Indominus Rex fertig. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt schon mal den ersten mit einem Airlift hier rüber. Und holen dann auch gleich den zweiten nach. Und hier machen wir jetzt nicht erstmal den Fehler. Hier nehmen wir jetzt direkt lebendes Fressen. Und auch hier machen wir ein bisschen Wasser rein. So. Beginne Produkttransport. Okay. Setz mal einen Fischspender, du hast ja vollkommen recht. Die müssten theoretisch auch Fisch fressen können, ne? Das haben wir ja auch gestern im Trailer gesehen gehabt.
Die können jetzt einfach beides fressen, oder was? Nee. Kann dann, jetzt ganz dumm gefragt, kann dann ein Spinoceratops Fleisch und Pflanzen fressen? Das wäre ja mal ultra cool. Aber ja, du hast vollkommen recht, die müssten auch Fisch fressen können. Hier drauf. Produkt wird transportiert. Bestätige Produktzustellung. So. Na, die bleiben ja schon schön bei den Menschen, ey. Oh, 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 oh. Er rennt. Moment, zurück. Und er rennt zum Fisch. Ich dachte, er geht jetzt wirklich auf die Jagd oder ähnliches. Die haben bei dem Spiel aber auch wirklich einen enormen Sprung gemacht, ne? Wenn man überlegt, dass das Spiel ja wirklich relativ simpel angefangen hat und eigentlich auch nicht wirklich mehr geboten hat als Jurassic World Evolution 1, ist das jetzt inzwischen wirklich schon krass geworden. Durch die ganzen Updates. Sushi, jawohl, genau. Sushi ist eine geile Sache. Wir gucken jetzt sofort nach unserem Indominus Rex, nach unserem Leuchtenden. Er muss aber auch gerade mal einfach hier den Moment so ein bisschen genießen. Das ist wirklich ein Spiel zum Abschalten, ne? Oh, oh. Den Kampf nehmen wir auch gerade mit, na klar. Okay, die beiden mögen sich. Ich dachte, wir bekommen jetzt einen coolen Kampf zu sehen. Naja, gut. Das wird noch passieren. Das wird noch passieren. So, und da haben wir schon hier den Indominus Rex mit den leuchtenden Farben. Ich finde, bei ihm ist das Muster hinten auf dem Rücken. Das sieht sehr geil aus. Ich finde aber, auf dem Kopf ist es irgendwie zu viel. Wie seht ihr das? Ich finde, der Kopf ist ein bisschen zu viel vollgeleuchtet. Aber auch die Farbeffekte und die Lichteffekte sind halt wirklich, wirklich krass. Und das auf der PlayStation 5. Ich will gar nicht wissen, wie das Game auf voller Leistung auf dem PC aussieht. Ich hätte gerne ein DLC, wo wirklich alle Saurier so Leuchtfarben haben können. Dagegen bist du jetzt halt echt wirklich langweilig, mein Freund. Ah, nee, doch nicht. Der Indominus Rex ist eigentlich immer ganz cool. Okay. Wir kommen noch zu unserem großen Dino-Kampf. Ich möchte aber jetzt einen meiner persönlichen Lieblinge erstmal bauen. Vielleicht könnt ihr erraten, wer als nächstes kommt. Ein Saurier, den ich gerade vom Design her schon immer ziemlich geil fand. Den ich, glaube ich, sogar relativ hoch in einem Ranking gerankt habe. Ich habe gerade nicht über Jurassic World Dominion gemeckert. Will ich nur ganz kurz anmerken, als jetzt hier gerade wieder Kanalpunkte für irgendwas verschwendet werden. So. Der Indoraptor, genau. Stiggy Moloch. Ey, geh weg mit Stiggy Moloch. Haben wir hier einen Stiggy Moloch? Dann wird er nämlich erstmal schön in den Kampf gleich gesetzt gegen die Spinoraptoren. Haben wir einen Stiggy Moloch? Gibt's den hier in dem Spiel? Da habe ich noch eben gerade schon gesehen. Nee. Das ist so ähnlich, aber das passt auch. So, St-
Stiggy-Moloch, gibt's dich hier irgendwo? Da haben wir ihn doch. Okay, der Stiggy-Moloch wird auf jeden Fall in den Kampf geschickt gegen alle. Und wehe, der gewinnt. Wehe, der gewinnt. Heute ist mein Tag der Rache da, dieses dämliche Drecksvieh. Okay. Machen wir hier nochmal ein paar Bäume weg. Und dann setzen wir hier natürlich den Indoraptor rein. Wieder ein Doppelpack, würde ich sagen. Einmal den komplett normalen. Zack. Und einmal einen modifizierten. Kann man hier eigentlich auch einen weißen erschaffen? Das geht nicht, ne? Einen komplett weißen? Das hier sind jetzt die Lux-Farben wieder. Was hat der Stiggy-Moloch getan? Da gibt es eine Vorgeschichte mit mir und dem Spiel Jurassic Park Warped. War krass. Ich glaube, das Spiel habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen inzwischen. In einem großen Part ist das, glaube ich, sogar online. Oder in zwei einzelnen Parts. Und ich habe ohne Scheiß einen kompletten Stream lang nur versucht, gegen dieses scheiß Drecksvieh zu gewinnen. Eine Stunde oder so hat das gedauert. Und seitdem sind wir nicht unbedingt die besten Freunde. Ich versuche eigentlich, Stiggy-Moloch immer leiden zu lassen, wenn ich kann. Ja. Deswegen, wenn die Wissenschaft irgendwann so weit ist, dass wir Dinosaurier wirklich zurückbringen können und die erschaffenen Stiggy-Moloch, dann gibt es einen Ringkampf. Stiggy-Moloch gegen mich. Da werde ich ein bisschen trainieren müssen, ja. Werde noch ein bisschen abspecken müssen, aber letztendlich werde ich ihm im Schwitzkasten niederringen. Ich trainiere einfach ein Jahr lang nur Schwitzkasten. Nur mit einem Arm. Das muss ausreichen. Meint ihr, sowas würde es wirklich geben? Spaß beiseite, wenn wir jetzt irgendwie, ey, vielleicht erleben wir das wirklich noch mit. Die haben letztens wieder irgendwo geschrieben, dass sie jetzt versuchen wollen, Mammuts zurückzubringen. Das würde irgendwie funktionieren, bla bla bla. Wenn es wirklich irgendwann gehen würde, dass Dinosaurier zurückgebildet durch Hühner oder ähnliches werden können, glaubt ihr, es würde wirklich Menschen geben, die mit Dinosauriern in den Ring steigen würden? Die sagen würden, ich habe jetzt heute, will ich gegen einen Carnotaurus catchen. Würde es? Das würde so Menschen geben, oder? Ich meine, Stierkampf ist auch nichts wirklich anderes, ne? Dann würden sie rumhauen, wenn einer gefressen wird. Mach eine Kopfnuss. Wenn er dir eine Headnut gibt, ist es vorbei, Tobi. Ich übe auch Headnuts. Ich übe auch Headnuts. So schön mit dem Stirnlappen vorne. Das wäre aber der Untergang für die Menschheit. Hallöchen erstmal. Ich lurke vor eine Weile. Hallöchen. Schön, dass du am Start bist. Das wäre wirklich das Ende, ja. Ich gucke mir halt sau gerne Nachrichten einfach an, weil ich immer wissen will, was so in der Welt abgeht und alles drum und dran. Wir haben ja auch gerade immer noch den Russland-Ukraine-Konflikt. Und da haben sie dann gesagt, naja, dass jetzt langsam anfangen schon so die Armeen und Militäreinheiten Übungen durchzugehen in Simulationen, bei denen es darum geht, was ist dann, wenn wir endlich Atomwaffen im Weltall stationiert haben. Wir proben das jetzt. Wir üben, wie wir dann damit umgehen. Wir sind so am Arsch einfach. Ich krieg das nicht mehr mit, glaube ich. Meine Generation, ich werde noch mit einem Lächeln im Gesicht einschlafen und wissen, der Rest, jetzt seid ihr gefickt. Entschuldigung für die Ausdrücke, soll man nicht sagen, aber guckst dir einfach an, was so in der Welt abgeht und du denkst dir, es ist so auf einen Schlag aber auch alles. Ne? So AI außer Kontrolle, wo wir schon jetzt gar nicht mehr wissen, was ist echt und was nicht. Wir haben nur noch Fake-Menschen auf dieser Welt, so durch das ganze Instagram-Gedöns und so ein Kram.
Kriege, die ausbrechen, Pandemien, ey, das wird noch richtig krass. Wirklich, ey. Dann klebt sich keiner mehr auf die Straße, wenn das soweit ist. Menschheit ist schon blöd. Ja. Ich rede immer über schöne Sachen. Verzeih mir diesen kleinen Ausbruch in die Realität. Wir können gerne wieder davon abweichen. Wir schauen jetzt nämlich mal ganz kurz nach meinen Indoraptoren. Der hat aber auch keine goldenen Streifen. Jetzt fällt mir gerade ein, ne? Was ich ein bisschen blöd finde irgendwie. Warum hat er keine goldenen Luchsfarben bekommen? Das wäre viel cooler gewesen.